Das Thema ist einfach, als Angestellte wollte ich einfach eine andere Herausforderung haben. Ich konnte nicht finanziell nicht mehr da verdienen als das, was ich verdient habe. Und ich wollte keine Zielvorgaben mehr haben. Und deshalb habe ich gesagt, okay, gut, ich muss mein Leben in der Hand nehmen. Das Thema Finanzen, das hat mich immer interessiert, ne? Und habe ich gesagt, okay, gut, das liegt doch ziemlich nah. Dann kann ich doch zu meinem Bruder kommen und dann können wir doch also unser Familienunternehmen einfach nach vorne bringen, ne? Also noch viel schneller, als das bis jetzt gewesen ist. Ja, mein Name ist Angelika Bauer. Ich bin 49 Jahre jung. Ich bin Vermögensberaterin und Ausbildungsleiterin hier bei uns in Saarstedt in unserem Familienunternehmen. Ja, ich war 17 Jahre als Vertriebsleiterin in einem großen Versicherungsunternehmen tätig, hatte super viele Menschen, über 4000 Leute zu betreuen. Und es war alles wunderbar. Was mich immer wieder zum Nachdenken gebracht hat, das war der 1.1. des Jahres. Jedes Jahres wurden die Ziele wieder auf Null gestellt. Na, das heißt, als Angestellte hast du deine Zielvorgaben, was zu erfüllen ist. Und das heißt, hier wird nicht gefragt, was wirklich gewünscht ist, was der Kunde wirklich wünscht, sondern man muss das machen, was dann also wirklich einem von der Firma vorgeschrieben wird. Und das war so ein Punkt, wo Reibungspunkt, wo ich immer wieder dann mit meinem Vertriebsleiter damals auch so kleine Auseinandersetzungen gehabt habe. Also ich wollte es also einfach nur das verkaufen, was wirklich der Kunde gewünscht hat. So, und ja, dann wurde gesagt, okay, der Bestand wird gekürzt. Das heißt, wenn das Bestand gekürzt wird, dann habe ich dann nicht diese Volumen. Heißt, dass ich dann also weniger Einnahmen haben werde. Und ja, also im Prinzip, das war so dieser Unzufriedenheitsfaktor, was ich gespürt habe und wo ich mir gesagt habe, nein, ich will das nicht mehr. Ne? So, und dann hat unser Versicherungsunternehmen dann also in 2010, glaube ich, eine Entscheidung getroffen, dass wir dann eine Analyse erstmal machen sollten. Das heißt, bevor wir erstmal verkaufen, müssen wir mit dem Kunden erstmal sprechen. Das heißt, für diesen Finanzierungsbedarf erstmal mit dem Menschen besprechen und seine Wünsche und Ziele erfassen. Und ich habe mir damals dann also das Ganze angeschaut, 2010, und habe gesagt, okay, wenn die das wirklich ernst meinen, dann würde ich das bestimmt nicht hier machen, weil ich die deutsche Vermögensberatung bereits 1993 kennengelernt habe und diese Analysen, ne, diese Finanzanalyse hatte ich schon damals gekannt. Ne, und wir waren bereits 1993 schon so weit entwickelt, als das, was jetzt 2010 dann auf den Markt gekommen ist von anderen Unternehmen. Ne? Dann kann ich doch zu meinem Bruder kommen und dann können wir doch also unser Familienunternehmen einfach nach vorne bringen. Ne? Also noch viel schneller, als das bis jetzt gewesen ist. Ne? Mit 20 war ich nicht mutig genug, ne? Habe ich Entscheidungen gegen getroffen, habe dann auf mein Umfeld gehört. Aber mit 40 hat mein Umfeld überhaupt nichts mehr zu sagen gehabt. Die haben nicht mal sich getraut, mir irgendwie was so auf den Weg zu geben. Ne? Also ich habe die Entscheidung getroffen und habe gesagt, okay, lieber jetzt als gar nicht. Ne? Das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl, ne? Dass man wirklich sein eigenes Leben so führt, wie man das sich wünscht. Ja, also die Freiheit. Freiheit heißt es für mich, dass ich entscheide, wann ich aufstehe. Und was ich heute wirklich mache und wie viele Tage die Woche ich wirklich arbeite. Also das heißt, ich sehe schon zu, dass ich wirklich 2 Wochen für die Firma da bin und 2 weitere Wochen sind das entweder Urlaub oder ist das also Weiterbildung. So, und diese Freiheit, also aus heutiger Sicht, wenn ich also zurückschaue, ist einfach Freiheit, das ist das Beste, was ein Mensch wirklich erleben kann und darf. Leute, lebt jetzt und genießt jetzt das Leben. Und wenn ich heute keine Lust habe, mich aufzustehen, dann stehe ich nicht auf, dann bleibe ich liegen. Oder wenn ich morgen in Urlaub fahren will, dann fahre ich in Urlaub. Es ist so, dass ich, dass ich ein geiles Leben führe. Das weiß ich ganz genau.